Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.3. Hallo, willkommen zurück. Der Nutzer Marco hatte mir hier in meinem YouTube-Kanal geschrieben und einige Fragen gestellt, die ich euch heute mal schnell beantworten möchte. Die Frage 2 können wir hier gleich abhaken. Da geht es darum, mal eine externe Library einzubinden und zu installieren. Wie man das macht, habe ich schon ausführlich in einem Video gezeigt. Zeige ich hier an dieser Stelle nicht nochmal. Da einfach mal in meinem YouTube-Kanal nachschauen. Frage 1, wesentlich interessanter. Und zwar lautet diese, ist es möglich, im PCB-Layout-Editor eine Euro-Platine zu erstellen und diese dann als Vorlage immer für weitere Projekte nutzen zu können. Ja, das geht. Und wie man das macht, zeige ich euch jetzt. Dazu öffnen wir mal KiCad. KiCad, und wenn wir hier den Button Vorlagenauswahl oder Projekt als Vorlage erstellen anklicken, kommen wir hier auf die mitgelieferten Vorlagen und hier auf die benutzerdefinierten. Ich habe hier so eine benutzerdefinierte Vorlage mal erstellt. Das hatte ich ausführlich in einem der Videos gezeigt. Schaut mal hier unter KiCad Template erstellen. Da wird das genau diese Grundvorlage ausführlich erklärt, wie man die erstellt und auch einbindet. Und diese Grundvorlage möchte ich jetzt erweitern um einen Edge Cut in der Größe einer Euro-Platine. Dazu breche ich jetzt hier an dieser Stelle mal ab. Und ich starte das Programm FreeCAD. Auch das sollte installiert sein. Und ihr müsst im FreeCAD als Konstruktionsprogramm natürlich noch die Step-Up Workbench, KiCad Step-Up Workbench installiert haben. Und zwar hier über den Add-on Manager. So, wenn FreeCAD gestartet ist, die Part Design Workbench auswählen. Bei mir ist die standardmäßig gestartet. Dann hier neues Projekt erstellen, Körper erstellen, Skizze erstellen und das Ganze wollen wir auf der XY-Fläche tun. Mit OK bestätigen und wir sind hier in unserem Sketcher. Jetzt hat so eine Platine einen rechteckigen Umfang. Wir wählen also hier dieses Rechteck-Werkzeug aus, klicken hier einmal und zweimal, ziehen damit dieses Rechteck auf. Als nächstes wollen wir das symmetrisch zum Mittelpunkt erzeugen. Dazu wechseln wir hier auf dieses Symmetrie-Werkzeug und sagen, diese drei Punkte über die Diagonale sollen also symmetrisch zum Mittelpunkt stehen. Na? Und damit ist also dieses Rechteck jetzt symmetrisch zum Mittelpunkt. Und wir brauchen jetzt natürlich noch die Außenmaße. Und so eine Euro-Platine ist 160 x 100 mm. Wir wechseln hier ins Werkzeug Horizontal bemaßen, wählen die horizontale Linie ein, geben 160 mm ein. Hier nochmal ein bisschen gezeigt. Das ist ein kleiner Bug vom FreeCAD, dass hier dieses Fenster so oder diese Zeichnung so klein ist. Aber hier sieht man es vielleicht im Video, hoffe ich, 160 mm. Mit OK bestätigen. Wir hier über den Button Lupe kann ich das auf dem Bildschirm einpassen und damit wird diese Skizze auf den Bildschirm eingepasst. Wir sehen also 160 mm. Wir brauchen noch die Vertikale oder die Höhe hier von 100 mm, also Vertikalwerkzeug auswählen, hier rechts anklicken, 100 mm eingeben und wir sehen, damit ist unsere Skizze vollständig beschränkt. Sie wird grün und ich habe hier meine 100 x 160 mm. Mit Rechtsklick das Werkzeug beenden. Und wir gehen auf Schließen und wechseln gleich hier in den Modellbaum. Aufpolstern brauchen wir nicht. Wir achten darauf, dass hier Sketch angewählt ist, also nichts anderes, sondern hier Sketch muss grün unterlegt sein. Wir wechseln die Workbench. Gehen hier in die KiCad Step-Up Workbench und hier sehen wir den Button oder finden wir den Button Push-Pull Sketch to Form PCB Edge. Den klicken wir einfach einmal an und wechseln dann in den Ordner KiCad Template Grundvorlage und da finden wir diese Grundvorlage PCB-Datei, also diese Platinen-Layout-Datei. Die ist hier vorgegeben und wir wählen diese an, gehen auf Speichern, werden dann hier mehrmals gefragt. Wir bestätigen das alles mit OK. Damit wird der Edge Cut jetzt
oder dieses Rechteck, diese Skizze hier als Edge Cut in die PCB-Layout-Datei geschrieben. Wir beenden FreeCAD, wir verwerfen das. Ich denke, so eine einfache Skizze muss man nicht unbedingt speichern. Und wir können jetzt hier unsere Templates auswählen, unser benutzerdefiniertes. Wir klicken hier oben einmal drauf, sagen OK. Jetzt werden wir noch gefragt, wo wir dieses Projekt hinspeichern möchten, also in den Ordner KiCad Projekte. Und ich nenne es hier mal Kühl. Hoppala. Na. Kühlkörper, denn das soll dann die nächste Frage sein. Da geht es nämlich um Kühlkörper. So, wir speichern das Ganze und wenn ich jetzt hier die PCB-Datei aufmache, die Platinen-Layout-Datei, dann sehen wir hier den Edge-Cut von 160 mm, der hier drin ist. Ich bemaße ihn mal, das sieht man das auch entsprechend deutlich. So, damit haben wir jetzt hier 160 mal 100 und jedes Mal, wenn ich aus dem Template mit diesem Template ein neues Projekt öffne, habe ich diesen Edge Cut jetzt zukünftig hier immer drin. Das heißt, ich kann mir also jetzt hier verschiedene Edge Cut Vorlagen erstellen, wenn ich hier verschiedene Edge Cuts immer wieder benötige. Die dritte Frage, die ist auch relativ einfach zu beantworten. Es geht da um einen Stecker, der einen festen Platz braucht auf der Platine. Und wie kann man den erstellen? Das Erstellen ist im Prinzip auch ganz einfach. Dazu habe ich auch ein Video schon gemacht, wie man Footprints erstellt, ausführlich. Bitte da auch nochmal schauen. Aber was ich euch zeigen möchte, ist, wie man den sperrt, dass man ihn nicht versehentlich verschieben kann. Dazu wechseln wir hier gleich mal in diese Platine herein. Ihr würdet ja jetzt einen Schaltplan zeichnen und dann den DRC-Check durchführen etc. und zum Schluss hier die Netzliste aus dem Schaltplan herausladen und jetzt anfangen, eure Bauteile zu platzieren. Das spare ich mir an dieser Stelle. Ich kann hier im PCB-Layout-Editor auch direkt Footprints hinzufügen und das möchte ich an dieser Stelle mal tun. Und dazu nehmen wir jetzt mal hier so ein Button Switch. Schauen wir mal, was wir hier so finden. Haben wir jetzt hier so einen schönen, der hier seitliche Anschlüsse hat. Den Footprint wählen wir mal aus als Beispiel. Und ich kann den jetzt also hier an meine Platinenkante platzieren. Und wenn ich das getan habe, beende ich das Werkzeug mit Escape und kann jetzt hier einen Rechtsklick auf diesen Footprint machen und habe hier unten das Schlosssymbol und kann jetzt sagen hier gesperrt. Damit ist dieses Symbol gesperrt. Wenn ich jetzt hier anklicke und möchte zum Beispiel mit M, Taste M, Move, das Bauteil bewegen, erhalte ich diese Warnmeldung, die hier sagt, dass dieses Bauteil gesperrt ist und ob ich das denn jetzt verschieben möchte oder nicht. Ja, jetzt kann ich natürlich mit Ja oder Nein antworten. Wenn ich es denn doch verschieben möchte, klar, dann werde ich da Ja wählen. Ich wähle hier Nein. Damit ist also das Bauelement gegen versehentliches Verschieben geschützt. So, und fürs exakte Positionieren kann ich ebenfalls hier auf diesen Footprint gehen, Rechtsklick, Eigenschaften oder Taste E geht auch und habe hier meine Positionsdaten und kann jetzt hier meine Position exakt eingeben, wo der auf der Platine hin soll, damit er hier sauber aus dem Gehäuse dann rausschaut an der richtigen Stelle. So, ich denke, damit wäre diese Frage auch beantwortet. Und jetzt geht es hier als nächstes, wie erstelle ich Kühlkörper mit Spannungswandler? Also Kühlkörper sind eigene Bauelemente und an Kühlkörpern werden andere Bauelemente befestigt. So, das möchte ich euch auch zeigen hier an diesem Beispiel. Und zwar einmal an den vorgefertigten und an etwas eigenem. Vorgefertigte Kühlkörper kann ich natürlich ebenfalls über meinen Schaltplan hier einfügen, beziehungsweise über die Footprints. Und zwar mit
Headsink, das ist also die englische Bezeichnung. Und ich kann also jetzt dann hier zum Beispiel so einen Kühlkörper, da sind einige drin, vorgefertigt hier platzieren, hinzufügen. Und ich kann dann als nächstes natürlich auch ein entsprechendes Bauteil an diesen Kühlkörper positionieren. Dazu nehmen wir mal hier Vertikal 3. Das ist also jetzt hier so ein Theo 220 Gehäuse. Die sehen, wenn man es denn sich anschaut, so aus. Moment, andersrum. So aus. Also hier die drei Füße, die liegendes und dann hier oben dieser Blechabsatz mit der Bohrung für den Kühlkörper. Und dann nehmen wir natürlich die vertikale Variante. Das ist in dem Fall diese hier. Und können die jetzt mit OK auswählen und hier entsprechend sauber am Kühlkörper positionieren. Hoppala. So, ich beende mal das Werkzeug. Kann ich die jetzt hier sauber an dem Kühlkörper positionieren und hätte jetzt alle Bohrlöcher hier sauber positioniert und kann dann dieses Theo 220 hier mit einer Schraube am Kühlkörper befestigen. Bitte aufpassen bei Kühlkörpern, wo man die anschließt. Oftmals, gerade bei diesen TO 220 Bauelementen, liegt hier hinten auf diesem Anschluss UB. Das heißt, ich sollte den Kühlkörper jetzt hier nicht auf Ground legen, sonst baue ich mir hier einen sauberen Kurzschluss. Es sei denn, ich habe hier solche Klimmerplättchen, die ich dazwischen klemme, um hier eine elektrische Isolation herzukriegen. Die Alternative ist, ich lege den Kühlkörper auf UB. Ja, auch das macht man manchmal, gerade bei Schaltnetzteilen ist da gerne mal der Kühlkörper auf UB oder zumindest irgendwo auf UB halbe. Gut, so einen eigenen Kühlkörper können wir uns natürlich auch mal zeichnen. Und zwar hier erstmal als ein Schaltplansymbol. So, da sehen wir jetzt hier solche Heatsink-Symbole als Pad. Und die kann ich also einfügen. Dann ist das hier als Schaltplansymbol. Und ich kann jetzt zum Beispiel hier, sehe ich auch schon einen Anschluss dran. Und den kann ich jetzt auf zum Beispiel mal Ground legen. Ich nehme dazu hier mein Ground-Symbol. Platziere das mit W wie Wire, kann ich jetzt hier eine Spannung oder eben Ground anlegen. Ich speichere das und jetzt möchte ich einen eigenen Kühlkörper zeichnen, weil ich möchte nicht diesen benutzen. Den könnte ich jetzt natürlich über die Zuweisung der Footprints zu den Schaltplansymbolen nutzen. Das mache ich aber nicht, sondern ich möchte jetzt hier einen eigenen Kühlkörper zeichnen. Und dazu wechsle ich mal wieder in FreeCAD. Und ich zeichne jetzt hier mal einen Kühlkörper. Ich muss natürlich die Außenmaße dann von dem Kühlkörper entsprechend abnehmen mit der Schieblehre oder es gibt eine technische Zeichnung. Macht das bitte nicht zu kompliziert. Fangt da nicht an, jetzt hier jede einzelne Kühlrippe einzuzeichnen, sondern man nimmt natürlich die Außenmaße und versucht das auf eine einfache geometrische Form zu reduzieren, also ein Rechteck oder Viereck. Das will ich ja auch tun und ich gehe da genauso vor wie beim Edge Cut. Klicke das hier also durch, dass ich in meinen Sketcher komme und wir sagen mal, wir möchten jetzt hier auch wiederum einen rechteckigen Kühlkörper konstruieren, der also symmetrisch zu unserem Mittelpunkt hier sitzt. Na. So. Und wir machen den mal 50 breit und in der Höhe sagen wir mal 30 mm. So, oder machen wir es anders, 25, das ist eine einfachere Zahl, dann sieht das ein bisschen symmetrischer aus. So, damit haben wir das jetzt hier gespeichert. Wir können auf Schließen gehen. Ich nutze hier diesen Sketch und jetzt muss ich hier wie folgt vorgehen. Ich gehe jetzt hier auf Exportieren, wechsle dann in meinen
Ordner KiCad, den nutze ich hier mal direkt als oberen Speicherort und gehe jetzt hier auf Autodesk DXF, also 2D-DXF-Datei, das wähle ich hier an, gebe jetzt hier mal den Namen ein, Kühlkörper. Ich mache diese aus den Üs mal UE, einfach um keine Probleme im KiCad zu bekommen. So, dann speichere ich das Ganze, vergewissere mich, dass die auch gezeichnet wurde oder gespeichert wurde, diese Datei. Hier ist sie. Und ich kann dann hier mein FreeCAD wieder beenden, wechsle in den Footprint Editor und sage hier neuen Footprint erstellen. Ich nenne den jetzt hier ebenfalls Kühlkörper. Okay. Markiere mir das. Mit der Taste M kann ich das dann wieder verschieben, dass ich hier ein bisschen aus der Mitte heraus bin. Und jetzt als nächstes gehe ich hier Import-Umriss von DXF-Datei, hier über das Menü Datei. Und gehen wir auf Durchsuchen, wechseln hier in den KiCad-Ordner, da liegt unsere DXF-Datei, gehen auf Öffnen. Und jetzt möchte ich den erstmal als FFAP positionieren, und zwar hier nicht interaktiv, sondern an der Position 00, also an der Koordinatenursprungsmitte. Als FFAP, das ist also der Bauelementumriss. Jetzt mit OK, dann liegt das auch hier symmetrisch genau an dieser 0, also diese Mitte von der Zeichnung auch hier symmetrisch auf dem Koordinatenursprung. Und jetzt importieren wir diese Datei nochmal und wählen jetzt hier aber einfach F-Silk aus, also für unseren Bestückungsdruck. Zack. So, das habe ich also zweimal ein Viereck, die liegen jetzt hier genau exakt übereinander. Jetzt kann ich mir noch die Referenz mal positionieren, indem ich sie anwähle mit M. Wir sehen hier so eine kleine blaue Linie, wenn ich die also senkrecht hier auf die Linie lege, steht das auch sauber mittig. Das gleiche tue ich hier mit der Bauelementebezeichnung. Und jetzt brauchen wir natürlich noch Bohrungen. Die kann ich jetzt hier als Pad hinzufügen. Und ich gebe aber hier erstmal die Grundeinstellung für die Pads vor. Das mache ich hier oben über diesen Standard-Pad-Eigenschaften-Button. Und ich sage, so ein großer Kühlkörper, den möchte ich mindestens mit M3 befestigen. M3 hat also 3,2 mm Bohrungsdurchmesser. Und ich möchte natürlich auch an dieser Stelle noch Kupferfläche haben, um also eine Spannung oder diesen Kühlkörper dann mit einem Netz verbinden zu können. Und dazu brauche ich hier drüben die Größe X von der Kupferfläche und die wähle ich mal mit 6 mm. Das heißt, ich habe also 3,2 mm Loch und hier nochmal 2,8 mm Kupfer rum. Und Padnummer nennen wir hier 1. Oh. Jetzt kann ich das hier entsprechend mittig positionieren. Und das Ganze tun wir jetzt hier mit drei Schrauben vergeben. Mit Escape kann ich abbrechen. Wenn ich jetzt hier anwähle über Eigenschaften, setze ich diese Padnummer alle auf 1, weil ich habe ja an meinem Heatsink, Moment, hier im Schaltplan nur einen Anschluss und der heißt 1. Und wenn ich die alle drei die auf dieselbe Nummer lege, wird hier automatisch überall Ground angeschlossen. So, hier auch wieder anwählen mit E-Eigenschaften und wir vergeben die Pad Nummer 1. Das ist also dreimal das Pad mit der Nummer 1. Dann speichern wir diesen Footprint ab. Wir werden gefragt, wohin. Ich nehme jetzt hier einfach mal eine Bibliothek von mir. Ihr könnt euch natürlich eine eigene Bibliothek Kühlkörper anlegen und das da rein speichern. So, darin speichern wir den ganzen Spaß und können jetzt hier den Footprint Editor verlassen. Wenn unser Schaltplan dann soweit ist, führen wir hier die Annotation durch.
führen einen DHC-Check durch, den spare ich mir jetzt an dieser Stelle. Ihr macht das natürlich bei so einem Projekt und weisen als nächstes hier den Kühlkörper zu. Na, wo hat er sich versteckt? Da haben wir ihn. So, muss man hier oben die Einschränkungen abwählen. Hier also Arduino Kühlkörper, den weisen wir jetzt zu. Damit ist der als Footprint zugewiesen und wir bestätigen mit OK und exportieren jetzt hier die Netzliste in unserem Projekt Kühlkörper, speichern das Ganze, wechseln dann in unser PCB-Layout, sagen hier Netzliste einlesen, nehmen gleich diese hier, sagen PCB aktualisieren, ja, schließen das Ganze und können jetzt unseren Heatsink hier hinzufügen, kann den jetzt ebenfalls positionieren und was wir jetzt hier schon sehen, dadurch, dass ich ihn hier im Schaltplan an Ground angeschlossen habe, wird auch hier schon automatisch Ground mit angezeigt. Das heißt also, auf diesen drei Pads, dadurch, dass sie alle dieselbe Nummer haben, ist jetzt Ground angelegt und ich kann jetzt beim Routen hier entsprechend Ground anschließen. Und wir sehen auch, wenn ich jetzt hier mal die Netzlinien ausblende, dass hier schon zwei Netzlinien angezeigt werden zwischen diesen Anschlüssen. Kann ich also jetzt hier problemlos routen auf meinem entsprechenden Layer. Na, so. Damit wären diese drei jetzt verbunden und ich könnte die natürlich in jedem anderen Netz auch weiter verbinden. Gut, das soll es mal hier zum Thema Kühlkörper gewesen sein. Ich denke mal, das Vorgehen ist im Prinzip genauso wie bei Footprints von anderen Bauelementen. Einziger Unterschied ist, dass man bei einem Kühlkörper hier die Padnummern händisch ändern muss, eben immer auf 1, damit dann mit dem Schaltplansymbol Heatsink hier dieser Pad 1 auch für alle Bohrungen, die vorhanden sind, von diesem Kühlkörper angeschlossen wird. Wie gesagt, ich kann natürlich auch hier an jede andere Spannung anschließen, UB, UB halbe oder eben Ground, whatever. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.